Ich sage, die CDU- und FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen ist die stabilste Regierung, die wir in ganz Deutschland haben, mit klaren Prinzipien, klarem Kurs und klaren Wegen. Wir haben Lust auf Gewinnen. Das ist aber auch erforderlich für Deutschland, dass wir gewinnen. Ich war vor ein paar Tagen in Italien. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr man überall in Europa auf das guckt, was sich gerade in der CDU und in Deutschland ereignet. Und das wird kein lockerer Lauf nächstes Jahr. Alle anderen Wettbewerber haben nur ein einziges Ziel, zu verhindern, dass nach Angela Merkel wieder jemand von der Union im Kanzleramt sitzt. Das ist das Hauptziel, auch vieler Kommentatoren von außen. Die wollen nicht, dass am Ende die CDU wieder den Kanzler stellt. Und deshalb liegt es an uns, dieses andere Szenario zu verhindern. Wenn wir die Mitte preisgeben, ist das Risiko, dass Rot-Rot-Grün am Ende den Kanzler stellt, riesig groß. Und wir erinnern uns 2013. Die CDU hatte fast die absolute Mehrheit. Die FDP war aus dem Bundestag gefallen. Es gab rechnerisch eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Damals haben sie es nicht gemacht. Ich sage euch, wenn sie nächstes Jahr die Chance haben, Rot-Rot-Grün zu machen, werden sie es machen. Und das ist die eigentliche Richtungsentscheidung für Deutschland. Wollen wir in dieser Phase die Linken in Deutschland an der Macht beteiligt haben? Meine Antwort lautet nein. Und deshalb müssen wir kämpfen, dass wir in der Mitte unsere Mehrheiten organisieren im nächsten Jahr. Wenn eins sicher ist in einer Zeit, wo alles unsicher geworden ist, dass es weitere Veränderungen gibt. Wir leben in einer Welt dramatischer Veränderungen. In den letzten paar Jahren, in den letzten 6 Jahren ist um uns herum in der Welt kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das richtet die Frage an uns, was das für uns bedeutet, was unsere Antwort darauf ist. Denn es ist ja nicht so, dass das irgendwo draußen in der Welt passiert und wir hätten damit nichts zu tun. Die Weltfinanzmarktkrise fing in Amerika an. Ich höre heute noch den damaligen Finanzminister Steinbrück sagen, es ist eine amerikanische Krise auf amerikanischem Boden amerikanischer Banken. Und auf einmal war es eine Weltfinanzmarktkrise, die auch uns durchgeschüttelt hat. Die Flüchtlinge kommen aus den Krisen- und Kriegsgebieten im Süden Europas. Aber sie kommen zu uns, weil auch wenn sie nichts haben, haben sie ein Handy und sehen, wo ist das Paradies? Es ist Köln, es ist Deutschland, wo man Möglichkeiten hat, wo die Kinder leben können, zur Schule gehen können, wo medizinische Versorgung ist, wo ich eine Perspektive habe. Oder das Virus, das jetzt unser Leben verändert. Seine erste Verbreitung hat es in einer chinesischen Region in Wuhan gefunden. Und jetzt ist es eine weltweite Pandemie. Und vielleicht ist es dazu nur gekommen, weil wegen der speziellen Natur eines autoritären Systems China am Anfang über Wochen und Monate vielleicht keine Transparenz war und die Entwicklung des Virus verheimlicht wurde. Das heißt, wir können nicht mehr trennen. Was draußen passiert, geht uns nichts an. Diese Verbindung von draußen, von außen, und der Erschütterungen und der Veränderungen in unseren Gesellschaften, in den Dörfern, in den Städten, in den Kreisen. Das ist das, was unsere Zeit ausmacht. Und jetzt heute, in diesem Jahr 2020, stehen wir mittendrin in einem neuen Kapitel der Geschichte, das gerade beginnt und dessen Konturen wir allenfalls erahnen können, aber ganz sicher noch nicht wissen. Schauen wir uns nur, und Norbert Röttgen hat das eben getan und ich schließe mich in vielen Bewertungen, die er hier von dieser Stelle aus getroffen hat, an, auf das, was zurzeit in Amerika geschieht. Diese schreckliche Fernsehsendung da vorgestern oder am Mittwochabend. Ja, Arthur Schnitzler hat mal gesagt, das Ende einer Liebe erhöht die Sehschärfe. Wir gucken jetzt vielleicht ein bisschen genauer hin mit diesem Präsidenten. Aber liebe Freundinnen und Freunde, das hat doch mit der Demokratie und diesem Amerika, das wir meinen, kennengelernt zu haben, kaum noch etwas zu tun. Schauen wir nach China, was dort geschieht. Aber schauen wir bitte auch nach Europa, was hier bei uns geschieht. Wir sprechen in dieser Europäischen Union mittlerweile von illiberalen Demokratien. Ich will Ihnen sagen, es gibt
nur liberale Demokratien. Es gibt keine illiberalen Demokratien. Entweder die Demokratie ist liberal, dann ist sie eine Demokratie. Aber illiberale Demokratien sind keine Demokratien, jedenfalls nach unserem Verständnis von Demokratie und Offenheit und Rechtsstaat und Liberalität. Natürlich wird diese Bundestagswahl eine parteipolitische Auseinandersetzung. Das muss sie auch sein. Wahlkampf heißt kämpfen um Wahlen und Wahlergebnisse. Und da kämpfen wir nicht für eine Koalition oder für eine Kombination aus irgendwelchen Farben, sondern bei dieser Bundestagswahl kämpfen wir ausschließlich für uns, liebe Freundinnen und Freunde. Applaus